Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Call of Duty Vanguard. So, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Beziehungsweise ganz, ganz kurz jetzt. Jetzt können wir loslegen. Warum kann ich hier nicht schneller laufen? Seht euch die Verteidigung an! Heilige Scheiße! Sie warten hier oben am Tisch! So, jetzt erstmal ganz kurz Munition aufladen. Weil kann man nie genug haben. Okay, da mit Magazinerweiterung. So, dann füllen wir da auch noch mal kurz Munition auf und dann gehen wir da hin. Wie sieht's aus, Sergeant? Sie am besten selbst. Verschaff dir einen Überblick. Okay. Unsere Ziele sind die Geschütze in den Kasematten. Und der einzige Weg führt dann bis an die Zähne bewaffneten Deutschen vorbei. Glaubst du, du kannst das untere Geschütz ausschalten? Ist einen Versuch wert. Durch den Bunker kommen wir rein. Aber er ist voller MGs. Wird eine harte Nummer. Zuerst müssen wir durch das Minenfeld. Der Panzergraben könnte nützlich sein. Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Mit den Blitzen können wir uns einen Weg durch die Minen bahnen. Und der Bunker wird Hackfleisch aus uns machen, sobald sie die Motoren hören. Wir gehen leise rein, ohne Motoren. In letzter Sekunde springen wir ab. Den Rest macht die Schwerkraft. So erreichen wir den Graben. Und? Ich liebe es. Und am besten gehst du zuerst. Okay, wenn du den Graben erreichst, halte deine Leute bereit. Tommy, kommst du mit? Oh ja, durchs Minenfeld fahren, den Bunker nehmen, Termit an hochexplosiven Waffen anbringen. Kinderspiel, Sarge. Und du? Machst eine zweite Sonne am Himmel. Wenn unsere Schiffe das Signal nicht sehen und nicht wissen, dass wir gewonnen haben, wird ihr Beschuss uns voll erwischen. Vielleicht geht's nur mir so, aber sollte ich getötet werden, wäre es ein wirklich schwacher Trost, dass es unsere Leute waren. Keine Angst, Chef. Ich werde nach oben zielen. So, dann werden wir mal schauen, ob das funktioniert, was wir da für eine Idee haben. Also anscheinend funktioniert. Nachladen. Hoch mit dir! Bewegung! Bereit für Befehle, Kingsley! Wir greifen auf mein Kommando an! Angriff! Los, los, los! Da war das MG-Geschütz schneller wie ich. Jetzt sind in Position, Sarge! Wir warten auf Ihr Zeichen! Bereit für Befehle, Kingsley! Wir greifen auf mein Kommando an!
habe. Angriff! Los, los, los! Los, los, los! Gesichert! Ja, dann gucken wir mal weiter. Ja, Leute, sorry, dass ich so wenig spreche, aber ich bin so konzentriert, dass ich meistens spreche vergesse. Bereit, wenn du es bist, Arch. Mal gucken, was da noch so an Waffe rumsteht. Kurze STG. Hier. Okay. Gemeinsam, auf dein Zeichen. Ah, ist doch okay. Mach halt. Bereit an der Tür. Warten auf dich, Boss. Nimm die untere Kasematte. Ich nehme die oberen. Denk ans Leuchtsignal. Gehen wir. Verstanden, Sarge. Jetzt kommt's drauf an, Jungs. Mir nach. Tommy! Zieht ihn weg. Wir brauchen die Tür frei. In Ordnung. Alter Trupp. Mitkommen! Das andere Fahrzeug einzeln mit Stücke! Brauchen Sperrfeuer! Sofort! Aufpassen! Los, los! Halbkettenfahrzeug links festnageln!
Sitze im Halbkettenfahrzeug erledigt. Position halten! Da kommt noch mehr NGs. Fahrzeuge zur Deckung! Los! Feuert nach vorne! Hinterm Halbkettenfahrzeug bleiben! Gebt den MGs kein Ziel! Los! Bewegt das Ding! Da dranbleiben! Nutzt die Deckung! Wir sind fast da! Ja, ja, da. Nochmal und nochmal. Und nochmal und der letzte. Da will ich noch. Ausschwärmen! Umzingelt das MG! Weiter vorrücken, Leute! Ah, das war sehr geil. Gerade. Ah, da ist Munition. Schießscharte! Bleib zurück! Räuchert sie aus! Werft den weißen Phosphor! Achtet auf die Tür! Evans, geh voraus! Wird gemacht, Sarge! Das Licht ist aus. Ich gebe Deckung und du suchst eine Taschenlampe, Sarge. Verdammt, stinkt das hier! Sarge, da ist eine Taschenlampe. Nimm sie! So. Und jetzt sehen wir mal, was... Sieht dir dieses Monster an! Hab noch nie ein 125er aus der Nähe gesehen. So, dann setzen wir mal Zerstörung ein. Eine erledigt, eine übrig. Das war das letzte Termit. Sarge, ich könnte Hilfe gebrauchen. Öffne die Tür. Dann werden wir das mal hoffentlich machen. Kann kaum was sehen. Ganz langsam. Achtung! What the f... Ja, mal gucken, was das war. Das reinste Labyrinth. Aber es sollte zur anderen Kasematte führen. Was war das? Achtung! Gott, das war knapp. Ja. Okay.
So, gucken wir. Nichts mit Handmunition. Weiter nachgeladen. Gut, dann werden wir mal sehen, wie das hinführt. Jetzt wissen alle Krautfresser, dass wir hier sind. Wo ist er hin? Offenbar hat Webb seinen Job gemacht. Oh, wir sind dran. Webb. Wie sprengen wir das Ding? Wir haben kein Termit mehr. Ich werf eine Bangalore rein. Oh. Ah, die ist noch nicht. Ah, mal gucken. Bevor das Ding in die Luft fliegt. So, hast du die Leuchtpistole, Sarge? Der Schiff geht nicht hoch. Los, raus und das Leuchtsignal abfeuern. Sergeant, das Leuchtsignal! Das Bombardement geht gleich los! Verdammt! Das Ding ist hin! Das ist ein schlechter Scherz, oder? Wo ist Webb? Da! Die untere Kasematte! Beschuss! Runter! Ich hol Webbs Leuchtpistole! Bring alle in Deckung! Wir müssen hier weg! Hast du gesteckt? Nichts Besseres zu tun? Ich habe nur auf einen Verrückten gewartet, der den Helden spielt. So, dann schicken wir unseren Jungs mal ein Signal, was? Okay. Was ist mit Webb passiert? Wir hatten unseren Captain verloren, aber den Tag gerettet. Und wir ehrten unsere Gefallenen auf die einzige Art, durch Beenden der Mission. Du blickst auf deine Soldaten und hoffst, sie sind der Schwierigkeit gewachsen, dem Unmöglichen. Ich würde mich mal im Voraus schon verabschieden. Sobald das Video zu Ende ist, beziehungsweise die Filmsequenz, würde ich abbrechen und dann die nächste Aufnahme dann starten. Bis dann, bis bald und auf Wiedersehen. Das Leuchtsignal gab mir recht. Das bedeutet es, ein Anführer zu sein. Bei all den wehenden Fahnen in den Straßen hätte man nicht gedacht, dass die Nazis den Krieg verlieren würden. Doch Hochmut kommt stets vor dem Fall. Und auf Verzweiflung folgt die Dummheit. Kommandant Hinrich Friesinger hatte Novak getötet. Und
wir bekamen eine Freifahrt in die Höhle des Löwen. Die erste formelle Kapitulation einer deutschen Armee, seit die Alliierten die Strände Europas erstürmt haben. Der Führer verlangt von den Deutschen, dass... Ich habe den Bericht gelesen. Zweimal. Das Alliierten-Team ist faszinierend. Sie wurden geschnappt. Aber es war knapp. Ich will, dass Sie alles über diese Einheit herausfinden. Es wird mir ein Vergnügen sein. Sie sprechen mit keinem darüber und berichten ausschließlich mir. Herr Littler. Gestank. Chlordioxid. Sie denken, es überdeckt den Geruch von Tod. So, rein, rein! Ich sagte, beweg dich! In so einem schicken Scheißloch war ich noch nie. Hat noch jemand Hunger? So, ich bin Hauptsturmführer Richter. Sicher ab, ja. Außer du bist der Zimmerservice. Und ich habe Fragen an euch. Fragen können wir wohl kaum essen. Ich bin der Kommandierende. Sie sprechen mit mir. Richter war ein offenes Buch. Hochrangige Uniform, keine Orden, Schreibtischhengst. Perfektes Ziel. Umgeben von drei Wachen, bewaffnet. Alles Arschlöcher. Ich studiere die Alliierten seit Jahren, aber eine solche Einheit ist mir noch nie untergekommen. Kingsley, Arthur, Lieutenant. Dienstnummer 2523-2642. Ich erzähl dir was. Ich habe genau einmal selbst mit dem Führer gesprochen. Er hat mir ein Buch empfohlen. Der Untergang der großen Rasse. Von einem Amerikaner. Ein Mann namens Madison Grant. Der Führer hatte nichts als Lob für ihn. Fick Madison Grant und alle Gleichgesinnten. Das Buch erläutert, dass unter enormem Druck oder ungünstigen Bedingungen deiner Art von Menschen weniger schnell abbauen. In dem Moment wusste ich, was ich zu tun hatte. Rechts vom Jugulum, unterm Schlüsselbein. Sobald wir alles von diesem rassistischen Bastard hatten, würde ich dort mein Messer ansetzen. Mein Plan nahm Gestalt an. Wir waren gefangen im Keller des Gestapo-Hauptquartiers. Um uns herum befand sich eine Fundgrube an Nazi-Geheimdaten. Projekt Phoenix musste dort irgendwo sein. Und Richter war der Schlüssel. Er dachte, er sei der Vernehmende. Sollte er uns von Nutzen sein, musste er das auch weiterhin denken. Dieser arrogante Nazi in seiner glattgebügelten Uniform liebte den Klang seiner Stimme. Der schwierige Teil war nicht, Richter alles über Projekt Phoenix zu entlocken. Der schwierige Teil war, die anderen zu überzeugen, ihn nicht vorher zu töten. Die Alliierten wussten irgendwie von Projekt Phoenix. Wir haben einen Verräter unter den Offizieren. Ich habe Ihre Akten. Kümmern Sie sich um Sie und die anderen Entbehrlichen. Hm?
Lieutenant Kingsley erwähnte ein Projekt Phoenix. Wohl alliierte Propaganda. Der Neger dachte, er beschütze sein Team. Wohl, um sich zu beweisen. Ihn zum Anführer zu machen. Die Alliierten müssen verzweifelt sein. Er sagte, es sei ihre erste Mission. Der sechste Mann sei tot. Ich denke, er lügt. Natürlich. Ich finde die Wahrheit heraus. Gibt es weitere Teams wie dieses? Wie erfuhren Sie von Hamburg? Ist Tempelhof in Gefahr, kompromittiert zu werden? Diese Dinge muss ich wissen. Hier steht mehr auf dem Spiel, als ich Ihnen sagen kann. Aber ich zähle auf Sie, Herr Richter. Ich verstehe. Danke sehr. So. Wir haben euren Freund beim Kugelschleusen ertappt! Den Finger. Das ist schon mal gut. Mir geht's gut. Ehrlich. Hör zu. Sie wissen von Wade. Aber Sie haben... Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen mal Feierabend für diese Folge. Und auf Wiedersehen. Lasst mir ein Däumchen da, schreibt mir was in die Kommentare und bis bald.